Der Dietrich ist schon eine coole Socke. Ich glaube, der hat jedes Mal, wenn wir am See übernachtet haben, morgens früh ein Bad genommen. Komischerweise konnte ich mich hier auf der Schwedenreise gar nicht dafür begeistern. Wir erlauben es uns mal, die Terrasse des leerstehenden Ferienhauses zu nutzen, um unser Frühstück zu uns zu nehmen. Vielen Dank an den Eigentümer, der natürlich nichts davon mitbekommen hat. Wir haben ja auch alles ordnungsgemäß wieder hinterlassen. Dann heißt es wieder Sachen packen und ab auf die Piste. Ich hoffe, dass wir heute das Schild finden, welches extra für uns am TED aufgestellt wurde. Ja, und vielleicht finden wir heute noch einen Friseur für den Dirk. Das Trio für Schweden folgt heute wohl einer der außergewöhnlichsten Kaffeeeinladungen, die man sich vorstellen kann. Nach allem, was wir aktuell wissen, müssten wir das Schild am TED in gut 100 Kilometern erreichen. Unser Schlafplatz lag ein ganzes Stück weit vom TED entfernt und wir müssen jetzt erstmal zurück zur Sektion 2. Und hier erwarten uns echt tolle und abwechslungsreiche Pisten, nicht vergleichbar mit dem, was wir anfangs auf der Sektion 1 vorfanden. Die Durchschnittsgeschwindigkeit, die wir hier erreichen, liegt bei ca. 30 km/h inklusive unserer Pausen, was eigentlich ganz okay ist. Bedeutet, dass wir ca. zwischen 13 und 14 Uhr das Schild erreichen müssen. Die Umgebung hier ist schon deutlich hügeliger. Hier geht es erstmal ein ordentliches Stück hinauf. Und die Passage ist ganz ordentlich. Mit dicken Steinen auf dem Weg, hier und da auch mal ein bisschen matschiger. Wir haben Glück, es ist trocken. Bei richtiger Nässe hätte man hier wahrscheinlich schon ganz gut zu kämpfen. Ich halte mal gerade meine Klappe. Blickführung und immer schön am Gas bleiben ist angesagt. Wir sind oben. Eben haben sich alle ziemlich stark auf die Strecke konzentrieren müssen. Jetzt müssen wir uns erstmal neu orientieren, wo es weitergeht, damit wir unserem Café etwas näher kommen. Man kann hier nämlich wieder in allen Richtungen auf Pisten fahren. Ein echtes Paradies. Unser GPX-Track sagt uns aber, dass wir hier lang fahren sollen. Thank you.
Ah, ich muss mehr Abstand halten. Ich ertappe mich immer wieder, dass ich dem Dirk zu dicht hinten drauf fahre. Das ist nicht gut. Wir sind hier nämlich gerade ziemlich zügig unterwegs. Schwedische Gitter. Ja, und da schon wieder ein toller Shelter hier direkt am See, wäre auch wieder ein toller Übernachtungsplatz gewesen. Aber wie so häufig, man ist zur falschen Zeit am falschen Ort. An Übernachtung ist ja noch gar nicht zu denken. Und immer, wenn die Piste etwas einfacher zu fahren ist, wird die fantasievolle Kommunikation zwischen Dirk und mir über Intercom fortgeführt. Mal dreht es sich um die blonden Damen auf den Fahrrädern, wonach der Dirk ständig sucht. Ein anderes Mal erfinden wir dann wundersame Maschinen, verdrehen die Tatsachen, oder es sind die Tettfänger, welche in den tiefen Wäldern darauf warten, uns wegzusperren. Nicht selten stehen mir die Tränen vor Lachen in den Augen oder meine Bauchmuskulatur krampft vor Lachen. Ich glaube ja, die Gebrüder Grimm oder der Baron von Münchhausen hätten ihre wahre Freude daran, wenn sie unseren Erzählungen folgen könnten. Von was für einem Schild habe ich da eben eigentlich immer gesprochen? Genau die Frage geistert auch durch unsere Köpfe. Und wir sind äußerst neugierig, was da auf uns wartet und wer dahinter steckt. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass ein mir nicht bekannter Friedrich uns über Facebook eine Nachricht geschickt hat und uns so auf dieses Schild aufmerksam machte. Wenn man über Bereiche fährt, wo dieser grobe Schotter dick aufgefüllt ist, sorgt das schon für einige Bewegungen unter den Rädern. Und ich bin schon wieder viel zu dicht beim Dirk hinten dran und der fordert mich auf: Leck meine Schuhe, leck meine Schuhe. Wow, 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 das ist gerade noch mal so gut gegangen. Hey, Sims. Leck an meinen Schuhen. Leck an meinen Schuhen. Nein, Dirk, ich möchte nicht deine Schuhe lecken. Thank you.
Also Abstand halten. Ich halte jetzt mal Abstand zu über. Da ist es. Wir haben das Schild entdeckt, was auch nicht so schwer war. Es ist ja schon recht groß, so dass es kaum unserer Aufmerksamkeit entgehen konnte. Nee, lass uns die Motorräder mal davor stehen. So? Und alle Lichter an, oder? Der Friedrich, Hammer, wir müssen erst ein Foto machen. Nee, ich bin nicht der Friedrich. Aber der hat das organisiert, ne? Nee, eigentlich auch nicht. Nee? Nee. Gleich zu mir, ich ein paar Minuten mit. Grüß dich. Das ist eine geile Sache. Dirk, hi, grüß dich. Dirk, komm Dirk. Dirk. Ja, nee, also ich kann dir auch rein nach merken. Meine Tochter, die hat das heute mal in Daniel und du siehst dem ein bisschen ähnlich. Und irgendwie war gerade. Ja, wir haben gestern Abend mit euch gerechnet. Ja, das konnte man nicht schaffen. Ist ja nicht schlimm. Nee, war unmöglich. Nee, es ist auch kein Problem. Wir dachten nur, die kommen an. Wir hatten gestern natürlich noch das Video von euch, Zufall gesehen. Aber da kommen wir gleich nachher zu. Kommen wir gleich. Wir machen erst mal ein Foto. Dietrich, fährst du ganz daneben, dann das müssen wir ja hier. So, jetzt, du stellst dich aber bitte mit drauf aufs Foto. Ja. Ist ja dein Schild. Ja. So. Aber müssen alle mit drauf. Ja, alle drauf. Er macht ja, hat ja ein Stativ. So, die hinstellen, dass das Schild nicht verdeckt ist. Alle Seite gleich. Gesehen? Ja. Aber das ist schwierig. Und, sag Mensch, 130 Kilometer ist ja kein Akt mehr, ne? So, oder was kommt? Ja, aber nicht wenn du im Gelände bist. Ist mir vollkommen klar, ich kenne das. So, ich mache noch schnell eine Kopie für den Jens. Und dann müssen wir gleich erstmal die Hintergründe aufklären, denn wir wissen nicht genau, wer hinter dieser Aktion steckt. Ja, und dann haben wir gesagt, Mensch, die kommen bestimmt ein bisschen durchgefroren, anders sowas. Also Feuer angemacht. Ja. Hey, wie geil wäre das gewesen? Das hätten wir natürlich sofort angenommen. Danach haben wir euer Video gesehen, das ihr live geschaut habt. Es ist so kalt, wäre jetzt ein Feuer gut und wir hätten alles haben können. Ne? Schade. Es war bis vor einer halben Stunde hier richtig kaltes Wetter. Also alles zugezogen, wir haben keinen Regen angesagt. Hier kommt man nicht rein, hier passiert eigentlich gar nichts, aber wir wiegen ja ein bisschen. Ja. Da kommt der Rolf. Also, die haben wir eben nochmal unter und die haben auch einen Doppelhebel. Wir haben nämlich gesehen. Gut. Namen habe ich nicht gesehen da oben drin.
freiwillig. So, ihr habt euch für ein Leben in Schweden entschieden. Ja. Ist das so richtig? Ja, ne? Ja, ja. Das war ein Knaller von Überraschung. Vielen Dank an Marie und Jens. Ihr seid zwei tolle und liebenswerte Menschen. Ich bin mir sicher, dass es ein Wiedersehen geben wird. Wann auch immer. Ups, stopp. Beinahe hätte ich es vergessen. Zum Mitnehmen ist das Schild ein wenig zu groß. Wenn es aber schon hier bleiben muss, soll es wenigstens einen Sticker bekommen. So, jetzt zur Aufklärung. Marie und Jens haben das Schild für uns aufgestellt. Und der Friedrich, ein Freund der beiden, hat mich über Facebook auf das Schild aufmerksam gemacht. Im Auftrag von Marie und Jens. So ist die Geschichte. Das ist es doch, was unsere Reisen auch ausmacht. Wir treffen auf Menschen, die einem in sehr guter Erinnerung bleiben. Manchmal auf ewig. Und das haben Marie und Jens mit ihrer Schildaktion ganz bestimmt erreicht. Der hält dann nämlich auch an. Sika. Der Parkplatz ist hinter dem IKA. Ne? Du musst in die Fandra Rennbahn einsteigen. Ja, einkaufen. Rolf, natürlich mal wieder durch den Hintereingang. Ne? Kann sich heute nicht benehmen. Biergärten. Und hier ist der IKA, da kommen wir heute ein. Nach dem Einkaufen fällt mir plötzlich ein, dass wir immer noch keinen Friseur gefunden bzw. gesucht haben. Die heutige Einladung hat das ein wenig in den Hintergrund gedrängt. Marie und Jens, deren Auswanderung nach Schweden und die Einladung ist natürlich auch Gesprächsthema Nummer 1 über die Intercom zwischen Dirk und mir auf der weiteren Fahrt, die wir hier nun mit Genuss fortsetzen. Jetzt wird es langsam Zeit, einen Platz für die Übernachtung zu finden. Natürlich trifft man dann nicht zufällig auf einen Shelter, der am Wegesrand liegt. Geht noch weiter geradeaus. Durch den Wald. Kannst du das denn? Geht noch weiter geradeaus. Ich geh da mal rein. Da steht ein Baumstamm. Ja. Ich geh da mal rein. Wir gehen da mal rein und gucken. Was? Hier kannst du Försterwände üben. Verstehe nicht. Hier kannst du Försterwände üben. Ja. Eigentlich könnten wir auch hier unsere Zelte aufschlagen. Wir sind aber der Meinung, dass wir noch etwas Besseres finden werden. Also weiter suchen. Am Wegesrand finden wir immer wieder Pilze. Dabei läuft Dirk schon das Wasser im Munde zusammen und er beginnt schon mal für die Mahlzeit am Abend zu sammeln. Am Zeltplatz angekommen, ist Dirk, unser Pilzexperte, plötzlich ratlos. Er kann sich nicht zwischen Pilz und Pilz entscheiden.
Im Zweifel dann eben beides. Und ist der Platz hier jetzt besser? Ja, schon. Der Weg zum Camp ist eine Sackgasse und wir sind rundum umringt von Bäumen. Nachdem wir unsere kleine Zeltstadt errichtet haben, wird es Zeit fürs Lagerfeuer und zur Vorbereitung des Abendessens. So, unser Lagerfeuer ist schon im Gang. Das passt schon mal ganz gut. Und in Zwischenzeit machen wir unser Abendessen. Der Dietrich brutzelt unsere Fischstäbchen, die jetzt gerade in die Pfanne gekommen sind. Der Dirk kümmert sich um die Pilze. Pilz der Pilze, musste die Pilze. Ich habe in der Zwischenzeit Reis gekocht und gleich kommen die Pilze da drauf in die Pfanne. Und dann gibt es Reis mit Fischstäbchen. Gut, die Pilze passen nicht so gut dazu, aber zur Not essen wir sie zum Nachtisch. Dazu gibt es noch ein Glas Apfelmus. Und die Zwiebel brauchen wir. Die Zwiebel brauchen wir. Für die Fischstäbchen. Für die Pilze. Was sind das für Pilze, Dirk? Steinpilze. Noch was anderes? Butterpilze, Maronen. Hoffentlich hat der Dirk recht. Dietrich guckt auch schon ganz skeptisch. Dietrich guckt sich das lieber vom Weiten an, sagt er. Und so, die Pilzpfanne kann jetzt auch vor sich hin brutzeln. Die Fischstäbchen sind fertig. Der Erste, der Fischstäbchen essen möchte, könnte jetzt loslegen. Das Feuer brennt, der Reis ist auch fertig. Wenn die Pilzkenntnisse ausgereicht haben, sehen wir uns schon bald wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Tschüss.